deine Ammo. Ach du Scheiße. Notiz eines Elektrikers. Generatoren für die freie Nutzung. Bereitgestellt von der Raccoon City Elektriker Gilde. Elektriker. Aufgrund der andauernden Stromausfälle hat sich die Gilde entschieden, Stromerzeugungsaggregate an verschiedenen Stellen in der Stadt bereitzustellen. Jedem steht es frei, sie zu nutzen. Beachten Sie allerdings, dass die Generatoren mit hoher Spannung arbeiten. Wenn diese Geräte Stößen oder gar Schüssen ausgesetzt werden, könnten umstehende Personen einen Elektroschock versetzt bekommen. Heißt, wenn wir drauf schießen, also wenn wir drauf schießen, sollten wir nicht drinstehen. Handschriftlicher Zusatz, alles kapiert, wenn ihr einen Generator seht, der Funken sprüht, kommt ihm nicht näher, macht keine Dummheiten. Sicherheit geht vor, wie man sagt. Wenn wir diesen Mist hindern zahlen, habe ich garantiert eine Menge von kaputten Generatoren im Angebot. Euer Elektriker in der Nachbarschaft, Sam. Hallo Sam, danke Sam. Kann ich hier durch? Okay. Nicht wirklich. Huch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gucken, ob hier wer spielt, nur er. Hm. Naja, das Ding ist, da ist ein... Ich wusste nicht, dass es hier Hunde gibt. Ich wusste nicht, dass es hier Hunde gibt. Ich wusste nicht, dass es hier Hunde gibt. Aber der kaputte Generator hat mir geholfen. Hallo. Shalom. Salam alaikum. Nein, 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 nein. Ihr schafft das nicht. Oh. Oha. Oha. Oh. Bin ich hier richtig? Das Ding ist, wenn jetzt hier aus irgendwer... Ey, ich call einen Jumpscare jetzt schon, sage ich euch so, wie es ist. Nur weil ich mich dazu entscheide, mich hier hinten umzusehen. Hello. Oh, war eine gute Entscheidung. Ha, ah, grünes Kraut. Ich würde das gerne benutzen. Okay. Ja, ich muss es halt wegwerfen, weil ich hätte gerne Kraut. Und das Kraut brauche ich. Ob ich das jetzt nehme? Ich weiß nicht, ob mir... Bringt mir das viel? Ja, stellt eine geringe Menge an Gesundheit wieder her. Und mir geht es dann schon mal ein bisschen besser. Und das ist doch schon mal ein Anfang. Safe State. Ach komm. Ich höre schon Steppen. Das war ein Crit. Ach was? Ah! Ah du Bitch, du Fotze, du hässliche! Du hässliche! Alter. Ich verschwende gerade so viel Ammo. You dead, wo? You dead? Ach du Scheiße, meiner. Ich bin so schlecht. Oha. Oha. Bitte, bitte. Ah, Schießpulver. Größere Inventarslots oder so, gibt's das? Na, hier liegt jetzt schönes Kraut. Hm. Also ich... Oh, ich konnte es mitnehmen.
Oh ja, stimmt, weil ich meine Ammo weggeschossen habe. Oh, ja, Glück gehabt. Kann ich das benutzen? Ich kann es nur untersuchen. Okay, alles klar. Ein Hit und ich bin dead. Ein Hit und ich bin dead. So, das Problem ist... Erstmal will ich wissen, was das hier ist. Ah, ja, zwei neue Plätze, danke. Fax vom Leiter des Unterwerks. An alle Mitarbeiter, als Reaktion auf die gewaltsamen Ausbrüche in der ganzen Stadt haben wir einen geplanten Stromausfall eingeleitet. Sobald die Situation unter Kontrolle gebracht wurde, reaktivieren Sie bitte so schnell wie möglich die vier Trennschalter. Sobald dies erledigt ist, schalten Sie die Hauptschaltreihe ein und der Strom ist wieder aktiviert. Okay. Denn das sind die vier Trennschalter? Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Ich würde gerne erstmal speichern, weil mir geht's glaub nicht so gut. Riecht wie. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Was ist denn hier passiert? Das sieht hier auch so aus, als hätte hier Godzilla angegriffen oder so ein Scheiß. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich habe angefangen zu glauben, der Chat würde nie von seiner Runde zurückkommen, also habe ich mir meinen Kopf da reingesteckt. Verdammte Scheiße, das nächste, was ich weiß, ist, dass irgendwelche Maden meinen Hals runterrutschen. Ich hab gewirkt wie blöd, aber das hat die kleinen Viecher kaum gestört. Die sind einfach nicht durchgekommen. Ich bin da rumgetorkelt wie ein Irrer und dann habe ich es gesehen, ein grünes Kraut. Meine Oma hat mir mal erzählt, dass grüne Kräuter natürlich Insektenschutz sind. Also habe ich eins gegriffen, mir in den Rachen geschoben und runtergeschluckt. Und wer sagt es denn? Die kleinen Viecher wollten nicht mehr mit drin sein. Ich war noch nie so froh, mich übergeben zu können. Ich werde nochmal da rausgehen, um nach Chat zu suchen. Falls jemand das hier liest, denkt dran, esst euer Grünzeugs. Ja, meiner. Werden wir machen. Aber weil ich jetzt full life bin, werde ich jetzt abspeichern. Weil immer bereits, falls ich sterben sollte, spawn ich wenigstens mit Full Life und nicht mit Half Life. Wir sollten vielleicht noch einen Helm aufsetzen oder so. Also hier riecht es anscheinend ziemlich ekelhaft. Okay. Kann man sich ja erstmal merken. Alles klar. Ich mein Dietrich. Internes Unterwerk, Memo. Der Schlüssel zum Hochspannungsabschnitt ist verloren gegangen und wir werden vor nächster Woche keinen Ersatz bekommen. In der Zwischenzeit wird ein Dietrich für den leitenden Mitarbeiter im Dienst bereitgestellt. Wir besitzen nur ein Exemplar davon, das wir nicht verlieren dürfen. Behalten Sie es also in der Schatulle, wenn Sie es nicht brauchen. Könnten Sie alle bitte noch einmal nachsehen, ob Sie den Schlüssel nicht versehentlich mit nach Hause genommen haben? Wenn Sie ihn finden, bringen Sie ihn bitte zu Kate in der Verwaltung. Okay. Wir hören Gunshots. Der wird doch safe aufstehen. Ja. Was ist denn mit ihm passiert? Schatulle. Oh mein Gott. Der wird gleich aufstehen. Können wir denn... Ja, wir sollten das mal... Ah, ja. Meister, das wollte ich gerade machen. Haben wir Glück und... Er ist heiler. Okay, man kann Dietriche mehrmals benutzen. Okay, grünes Kraut. Jetzt steht er hier auf. Nein? Okay, he dead. Was zum Teufel? Was bist denn du?
Dafür haben wir das grüne Kraut gefunden. Einfach widerlich. Warum hat uns das... Hä? Ach, come on. Hier krabbeln Krabbelfiecher rum! Ach du Scheiße, hat's mich angegriffen? Oh. 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 Nee, nee. Oh. Nee. Oh. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ja, meiner. Jetzt können wir nochmal speichern. Alter, Alter, Alter. Krabbelfiecher. Out of nowhere, Meister. Das ist. Also. Also, nee, also das ist, ich würde sagen, also, Krabbelfiecher? Nee, Meister, darauf habe ich jetzt, also wir haben zwar 12:28, ne, aber, ja, also, Meister, darauf habe ich jetzt aber auch mal so, also, das gebe ich mir jetzt mal ganz gediegen nicht so, also, nachher, demnächst bald mal wieder. Warte mal, hier war doch hier so ein, warte mal, bevor wir speichern, war. Man kann ja hier runter. Und dann war ja da noch so ein sowas zum Öffnen mit dem Dittrich. Das machen wir noch schnell. Das ist mir gerade eingefallen. War das hier? Ne, das war nicht da. Das war hier oben drinne. Oh, also Krabbelfiecher? Nee. Oh, das machen wir gerne später. War das nicht hier? Hier war das, oder? Wo war denn das? Hallo? Hier war irgendwo ein Dittrich. Die Frage ist, wo? Nee, hä? Okay, das ist schon länger her. Dann ist das schon länger her. Nee, das war hier. Sag ich doch. Ja. Bitte geh nicht kaputt, bitte geh nicht kaputt. Okay. Genau deswegen. Jetzt können wir uns, also meinetwegen dann nach der Aufnahmepause, die ich jetzt gleich einlegen werde. Weil ich spiele das Spiel schon ein bisschen lange. So, jetzt schauen wir mal nochmal. So, jetzt können wir wirklich ganze Dien aufhören und dann beim nächsten Mal weitermachen. Weil ist ja jetzt schon laut Ding eine Stunde, aber hier sind es ja wirklich schon 95 Minuten, also wer weiß. Naja, also. Das war's denn jetzt erste Mal mit Resident Evil 3, Alter. Ich hoffe, das gefällt euch. Und dann kommen demnächst noch ein paar weitere Folgen. Life is Strange 2 wird sehr bald weitergehen. Ich weiß noch nicht wann. Auch Portal 2. Aber ich habe noch keinen Plan. Tschüss.